Hey guys, new episode of Call of Duty. Was macht der Bram da jetzt? Wer ist Motherfucker hier auf Englisch? Wer ist Motherfucker? Call of Duty Ghosts. Episode 5? Ja, 5. Wednesday afternoon with Christian and Dinas Hardwick. We play Team Deathmatch. Die englischsprachigen Zuschauer hier irgendwie anlocken. Ja, yeah. So oh we if you are English, yeah, not German, yeah, say. Ja. Die Geste habe ich jetzt gesehen. Weißt du, mich gerade so ein bisschen erinnert, Hadi, an die Folge von eben, die wir eben geguckt haben. Oh ja. Okay, scheint super hier abzugehen. 9. Ja, ist halt wieder so leggy. Jetzt geht das schon wieder los mit dem ganzen Gelegge hier. Mama. 8. Leggy. Hört jemand von euch noch das Quietschen? Ja, von dem. Weißt du, woran mich das erinnert? An Spiel mir das Lied vom Tod. An die Anfangsszene, wo das Quietschen von dem Windrad extra in die Länge gezogen wurde. Ha! Wieder einen rausgehauen. Kann jemand helfen? Hab Grafikprobleme. So, Standard COD-Antwort. Grafik runterstellen. Kauf dir eine neue Karte. Genau, kauf dir besseren Rechner. Du Noob. Learn to play. Ja, kauf dir eine neue Grafikkarte, du Noob, learn to play. Erst mal wieder beliebt machen, sagst du? Ja, sicher. Ich hab auch eine Top-Karte. Sehr gut, die fünf. Fick dich, Bro. Fick dich! Na gut, so, das Spiel beginnt in 1, jetzt geht's hier los. Erstmal Leute provozieren. Das Spiel beginnt dann einfach, oder? Ich hab keine Ahnung. Legen wir mal los, Ghost-Trupp. Ja? Echt? Geht das los? Ja, ja. Du bewegst dich, Ja, Dennis, einmal kurz rausgehen. Hammer. Geil. Ne, und da können wir den Zustand mal ganz kurz zeigen. Okay, so sieht Ghost aus, ja, mit dem Startproblem. Wir hatten schon mehrere davon, aber die haben wir bis jetzt noch nicht gezeigt, weil wir dachten, da wäre zu viel Leerlauf. Aber dass das die 5. Folge ist, können wir euch mal ein bisschen verstrecken, auch mit den schlechten Seiten eines Spiels. Ja. Wir gehen natürlich jetzt hier aus der Lobby raus. Ich nehme alle Partymitglieder mit. Okay. Und wir suchen uns dann ein neues Spiel. Vor allem bei Herrschaft hatten wir das jetzt ganz schön oft schon, wa? Bei Team Deathmatch ist das erste Mal. Oh ja. In der allerersten Folge haben wir hier Aufputschen gemacht. Generell muss man sagen, weißt du, das Spiel war 4600, ey. Ganz, ich habe gedacht eigentlich. Also, ich bin ehrlich. 20.000 hätte ich mir locker vorgestellt. Wir spielen auf dem PC, ne? Es ist nachts um 2 und alle haben Schule. Ja, ich hätte mir trotzdem gedacht, dass 20.000 locker geknackt werden zum Release. Das ist halt das Problem, ich weiß nicht. Wir müssten uns eigentlich mal die Aufnahme von Black Ops 2 angucken, weil da wird ja auch die Weltmap. Weißt du was, das mache ich jetzt. Du machst das jetzt? Raus. Während wir. Ich mal. Ja, ist ein cool, Prison Break. Sehr gut. Die Sovereign, erinnert mich schon an Mass Effect? Ey, das ist hier. Weltallmap, jetzt oder was? Ja, sag ich doch, Sovereign, wie in Mass Effect. Ja. Ja. Halt doch die gekommen. Fresse, Junge! Ich komm daher. Ja, dann stimmt auch für Sovereign. Sorry, dass ich geboren wurde, du Wichser, ey. Ja, echt, mein, entschuldige mich. Ja, jetzt habt ihr nicht abgestimmt, ihr Penner. Oh, scheiße, ich hab mich mit Hardy gekloppt. Wir spielen Prison Break. Gibt's ja auch eine Serie, die so heißt? Ja. War die gut? Da spielt deine Mutter mit, ja. Als Stricherin. Ja, ich dachte, deine Mutter. Da spielt Hardy mit, hallo? Hardy ist der Hauptcharakter bei Prison Break. Hab's nie gesehen. 3 Jahre hattest du eigentlich noch, mein Freund. Ich hab's nie gesehen. Ja, stimmt, ohne Spaß, Heidi, wie du damals aus dem Knast rausgekommen bist. Ja, und danach die Ahnungsgeschichte, weil du alles in deinem Leben hier jetzt hier hart, ne? Ich war nie im Knast. Bist du aber die Ahnungsgeschichte von Heidi, aber die Ahnungsgeschichte ist wahr, was? Weil Mama gedealt hat. Nice. Was? Du warst mit nie im Knast? Mit deinen Eiern hat die gedealt. Mit meinen Eiern? Ja. Mit deinen Eiern. Okay. Deine Mutter dealt mit meinen Eiern, das hast du recht. Okay, es scheint leckfrei. Scheint, ja. Wir freuen uns. Hurra! Wir freuen euch. Ja, ich freue mich. So. Was ist das denn hier, was ich schmeißen kann? Was war das denn? So, schmeißen wir einfach mal deine hin. Das hat irgendwie keine Ahnung. Los! Die Map sieht irgendwie. Aua, ich bin direkt schon auf die Fresse hier. Ich hab keinen gesehen. Lol. Alter, ohne zu zielen, ich bin der Beste. What? Alter. So, Baum, der Erste. Die Map ist, glaube ich, nicht ganz so groß. Nee. Aber die Aufträge würden mich LOL. Interessieren. What the fuck? Viel Verderber. Hat er mich weggeheadet? Ja. Eiskalt. Was? Hat er dir den Kopfnuss gegeben oder was? Ja, echt mal. Der ist in mich reingeschaut mit seinen dicken Eiern, da war ich tot.
Der wohl Stahlklöten, aber nice. Das wäre mal ein Fatality, ey. Ja, da wäre ich mal ein geiler Fatality für Street Fighter oder so ein Scheiß. Ja, wie hieß das? Mortal Kombat war, gab's die ganzen mega brutalen, wa? Mortal Kombat. Da, ja. Alter, spielt überhaupt niemand mit? Ich seh keinen. So, ich bin gerade eingekillt. Ha! Und wo? Oh lol. Alto! Alto! Okay. Alto! Alto? Was möchtest du mir sagen? Das steht auf den Schildern. Der feine Handgranate! Ah! Wo meinst du, man kann die Frauen, wenn die hier liegen bleiben, kann man die schänden? Ja, ja. Stimmt. Das kann man, das ist nämlich die. Das kannst du aber auch nur mit dem Schändungsperk. Ja, nee, mit dem Schändungs-DLC. Fickt euch! Oh. Ich weiß nicht, was meine Kuh ist, die ich hier schmeiße. Das scheint so eine Stun-Granate zu sein, anstatt eine Blend-Granate. B-Assist am Arsch. Ich finde, ein Channungs-DLC wäre eigentlich echt mal angebracht. Echt mal. Channungs-DLC. Alter! Boah, ohne Spaß, wie machen die das? Wie ziehen die denn so schnell nach dem Rennen? Vielleicht haben die schon so einen Perk dafür. Dann zielen. Ja, oder das. Ach, komm. Nein, du musst doch noch nachladen, du Penner, ey. Hadi, da ist einer. Oh. Ja, der ist tot. Geradeaus. Boah, ich sehe die voll Aber auch der Bildschirm ist so klein. Ja, Hadi muss jetzt wieder die ganze Zeit meckern. Der Bildschirm ist so klein, ich muss auf Toilette. Mir tun die Hände vom Wichsen weh. Ja, das ist ein 17-Zoller hier. Ohne Spaß, ich hätte mal sehen müssen, heute Hadi alles aus sich rausgedrückt hat. Ja, das war echt nicht mehr feierlich. Wir dachten zwischendurch tatsächlich, das ist kein Spaß, sind zur Toilette gefahren, haben gefragt, ob der noch lebt. Ja, ich habe halt ein bisschen länger gebraucht. Weil der ist einfach verschwunden. So muss man sich das mal vorstellen, ja? Der hat einen abgeseilt und ist ja nie wieder erschienen. Da gibt's auch ein Bild zu, bei mir auf Facebook hat das gepostet. Ah, weißt du, erstmal die Vorräte snacken hier. Oh. So, ich habe einen Trefferpunkt, habe ich mir verdient. Was hast du? Ein Trefferpunkt. Trefferpunkt? Was, ist mein Leben oder was? Ups, ja, da. Achso. Ja, ein Trefferpunkt. Den guten Trefferpunkt habe ich mir verdient. Ich mag das Spiel. Kein Spaß. Tut mir furchtbar leid. Ich bin COD-Fanboy. Mach wohl. Irgendwie kill ich momentan einen und sterb dann. Und dann kill ich wieder einen, dann sterbe ich. Ich hab einen Hund wieder gestreckt. Ich hab einen Hund dabei. Ah! Die Hunde sind ziemlich über. Irgendwie bringen die Hunde nichts, wenn man rusht. Doch, ach, man lebt noch. Was macht meine Maus denn hier immer? Die springt immer irgendwie voll krass. Das ist krank einfach nur. Du hast doch schon eine neue Maus von Rocket. Was willst du denn? Ich finde echt krass, wenn ihr mal darauf achtet. Achtet mal darauf, wie krass man die Schritte hört. Ja, das stimmt. Die hört man ziemlich gut. Das wird ziemlich interessant für Matches, die wir wieder private spielen. Oh ja. Zahltag, Junge. Moin, moin, Pete's Meet, Mami. Ja, moin, moin. Moin, moin. So, wo sind sie? Alles leer, lade nach. Ich will nicht auf Frauen schießen. Das ist Gleichberechtigung. Wenn er nicht auf Frauen schießt, ist das nicht gut. Das heißt, ich darf Frau noch eine knallen. Scheiß doch den Hund in die Kacke. Was? Vergiss es. Scheiß doch den Hund in die Kacke. Die MPs machen jetzt aber auch nicht den mega Schaden, muss man mal ganz einfach sagen. Ach, dass der am Recken ist, der. Am Rektalieren. Ach, fick doch deine Irma in den Lümmel. Lass mich in Ruhe, du Lümmel, ey. Du kleine Lümmel, du. Joa. Ja, wie gesagt, so hieß immer der Hund von meiner Oma. Der hieß immer Lümmel. Der hieß Lümmel? Wie geil ist das denn bitte? Ja. Das ist eigentlich voll der Premium-Name. Das Geile ist ja, das, weißt du, Omas, die checken das ja dann nicht. Weil ach, die, komm! Weil auch Penis heißen kann. Ich mach jetzt erstmal einen Kill mit meiner Hand. LOL! Pass mal auf. Jetzt geht's los hier. Feindliche Satcom gesichtet. Feindliche Satcom gesichtet. Womit machst du jetzt einen Kill, Hardy? Deiner Mumu? Mit meinem Lümmel. Warum bewirfst du mich mit Granaten, du Spack? Ich hab dich nicht mit Granaten geworfen. Ich hab grad irgendwas getroffen mit einer Granate. Ah, nein.
Sag ich doch. Von hinten. Ah, der ist tot. Ey, geil. Von hinten, ich drehe mich um, der stirbt, dann werde ich von hinten wieder abgeschossen. Alter, manchmal... Manchmal lenken die noch ganz schön durch die Gegend. Hat der Bram ein kleines bisschen Hauer gern. Stimmt gar nicht. Komm da hoch? So. Na doch. Denn eins, was ich richtig krass finden würde, ist, wenn die tatsächlich meine Gebete erhört haben. Frei nach dem Motto, alles das, was man sieht und wo man theoretisch drauf könnte, kann man hin. Ohne diese verkackten, unsichtbaren Wände. Das geht sowieso nicht. Feindliches Abkommen gesichtet. Volltreffer, Volltreffer, wieder mal ein Tor. Jo, da hab ich halt geflasht. Das ist doch zum Hurenmelken, ey. So, das ist schön Simplex gemacht. So hat meine Nate nicht getötet. Und dann kommen die nächsten zwei Lutscher. Ach, schon wieder von hinten. Da hab ich was geflasht. Alter Junge! Nein! Wie kann man hier schreiben? Schreien? Da muss er aber ins Mikrofon schreien. Schreiben, du. Schreiben. Aber ich habe mal mega schnell. Also ich schreibe auf ultimativen Reflexes. Ach, schon wieder von hinten. Och Mann, ey. Ich will nicht mal hart in den Arsch gefickt werden. Satt, komm, Mama. Verloren. Tja, das war scheiße von uns. Ja. Das war nicht gut. Ja, da war ich gerade am Schreiben, ihr Wichser. Ja, sonst hättest du noch zwei Kills gemacht, ne? Sigi. Mindestens. Mindestens. Nüdi, wir verabschieden uns. Dritte Folge für heute. Kommt heute noch. Freut euch drauf. Wir freuen euch. Bis zum nächsten Mal.